Moin, hallo. Moin und Ahoi im tiefsten Sommer. Ja, wirklich. Im schwitzigsten Kaminzimmer aller Zeiten auf dieser schönen neuen Couch, die hier oben steht, die schön voll geschwitzt ist von Vorgängern. Man liebt sie. Ja. Ja, nur mal kurz, um zu erwähnen, ich war 2 Wochen im Urlaub, dann war ich dieses Wochenende in Grömitz am Strand und bin jetzt hier und ich habe keine Ahnung, was wir zuletzt gemacht haben. Ja, das ist, wie gesagt, schon ein paar Wochen her. Ja. Und wir haben uns hier wiedergefunden, fühlen uns gleich wie zu Hause in diesem Bürokästchen. Ja. So fast. Hier lag irgendwas. Ich habe drauf gedrückt. Nee, nicht das, sondern ich habe irgendwas aufgehoben. Aber ich wusste jetzt nicht was. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal durch ein paar Türen. Ich raff die Steuerung erstmal wieder. Also ich versuche gerade, ich weiß auf jeden Fall, dass wir dieses Lagerhaus ja geschafft hatten, ne? Mhm. Da wo, mit diesem Werwolf-Typen, der irgendwie dann mega pisst war auf uns. Die beste Beschreibung überhaupt. Ist, oh Gott. Hier war doch irgendwo ein T-Rex, oder? Ein T-Rex? Ah, stimmt. Wir waren in dem Museum. Wir waren in dem Museum und sind da so lang gelaufen und da stand so ein, das war aber ein Raptor, der da stand, glaube ich. Okay, und dann ist hier so ein Rauchosaurus. Ah, stimmt. Wir mussten und hier war alles voll und wir haben kein Schleichlevel. Wir haben kein Schleichlevel. Also, ach so, geskillt, ja. Meine ich jetzt. Stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Aber warum? Gut, dass du sind T-Rex gesagt hast. Aber warum sind wir hier? Hey. Die habe ich nicht zugemacht. Passierte hier irgendwas? Ich weiß, wir waren auch in so einem kleinen Mini-Büro, wo wir auch irgendwas noch gefunden hatten. Also in so einem kleinen Türchen sind wir. Wir haben noch. Oh, hier steht ja einer. Oh. Den habe ich ja. Moment, ist der gut? Wegen der Stuhl. Oder. Okay, was ist jetzt Alarm? Nee. Nee, aber was war das denn? Der hat dich, also der, ich meine, du hast den Stuhl umgeschmissen, du bist durch diese Tür gelaufen. La la la. Nicht bemerkt. Erstmal alle Monitore angeguckt. Ja, okay, aber dann ist wenigstens da niemand, der Alarm schlagen kann, weil es keiner mehr sieht. Einfach durch Dummheit richtig gehandelt. Das finde ich mega. Vielleicht solltest du speichern einfach, weil du so gut so mit so viel Glück. Das machen wir mal. So viel Glück hat man ja sonst nie. Glück durch Gluck. Ja, Glück, Gluck oder so. Oh. Bam, so. Okay. Hecken? Kann man hier irgendwas, ja? Du hast heute Stühle, oder? Kann das sein? Ja. Einen anderen Stuhl hast du auch schon. So, aber hier ist nichts. Du kannst den Computer nicht hacken? Das ist ja mega doof. Was bringt das denn? Ich dachte auch irgendwie, jetzt kann ich irgendwelche Türen, Schlösser entriegeln oder aber so. Aber hier vielleicht an der Konsole oder so? Auch nee, nicht. Gar nichts. Und oh, was hat gegen Schlüssel zum Museumskeller? Das, gut, dass man so an der Wand langläuft und random einfach nur aufnehmen, 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 aufnehmen drückt. Das ja, hilft. Aber sehr gut. Jetzt könnten wir vielleicht zum Keller. Das war jetzt und uns würde noch nicht mal irgendjemand bemerken, weil da niemand mehr steht. Kannst du den Computer hacken? Oh ja. Naturkundemuseum. Sie haben 4 E-Mails, davon 4 ungelesen. E-Mail vielleicht erstmal. Und dann danach Verkauf, damit wir. Ich liebe. Was? Gav? Gav. Okay, ich liebe. Gav. Entschuldigung. Okay. Fetisch. Ich möchte Fetisch als erstes lesen. Ja. Ich will wirklich nicht wissen, wofür du ihn brauchst, aber ich habe ihn zwischen den Flamingos und dem Raptor platziert. Waren wir aber nicht da? Ja. Zwischen Flamingos und aber Raptor. Da war doch nichts, oder? Ich weiß auch nicht. Ich überlege gerade. Okay, merken wir uns mal. Flamingos. Flamingo und Raptor. Gut. Irgendwas ist da. Erinnerung? Erinnerung. Der Sarkophag-Typ. Ist ein paar Tage hier im Museum arbeiten. Behandeln ihn so höflich. Ja, gut, okay. Ach, war das da immer noch mit dem Sarkophag? Nee. Oh, Viruswarnung. Ganz wichtig. Ne?
ADCXU. @mail. Okay. Danke. Danke, dass du gefunden hast. Gehören Larry, ich sag ihm, dass du sie bei den Fundsachen ab. Okay, Fundsachen und Flamingo und Raptor. Okay. Ach so, hast du nicht hier Verkauf noch gecheckt? Oh ja. Gecheckt? Weil vielleicht. Oh. Okay. Ach. Oh, finden wir nicht. Blablabla. Verdammt. Na gut. So, aber jetzt waren hier auch ein paar Leute, die man aber kaum gesehen hat, weil es hier mega dunkel ist. Und wo ging's nochmal zum fucking Raptor? Das war außerhalb irgendwie. Irgendwo da, wo so kleine Büros waren oder so ein Schwert. Das heißt, nochmal zurück die Runde hier, oder was? Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich meine, wir sind ja auch noch so durch Glück, weil hier so viele Leute waren, halt stimmt. Irgendwie durchgerusht. Irgendwie haben wir alles mit Glück geschafft. Bis jetzt. Von Bis Teil jetzt 1. Haben wir alles. Alles mit Glück. Ah ja, stimmt. Und hier haben wir auch irgendeinen Typen umgenietet. Fire Exit. Nicht, dass gleich Alarm losgeht. Kann ich eh nicht rein. Ah, es ist so dunkel. Oh, da, genau den hatten wir letztens auch. Nein. Ui. Jetzt sind alle, what? Oh, der hat mich gestaggert. Erstmal wegschleichen. Flamingos? Da ist ein Raptor. Da, Flamingos. Hier dazwischen. Ich will nur scouten. Shit. Ich will scouten. Ich glaube, du musst wahrscheinlich dahinter dazwischen, weil irgendwas. Scheiße, zum Glück haben wir gespeichert. Ja. Da, ja. Geh mal da. Oh Gott. Ja, genau. Und jetzt. Tschüss. Oh Gott. So. Und ich kann sie keine Türen öffnen. Doch, sie können Türen öffnen. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. What? So viel zum leise sein, aber. Schleuder um die Ecke. Jetzt komm. Ich glaube nicht, dass der kommt. Der steht da und wartet. Doch. Oh. Oh. Fick dich! Trinken wollen wir dich. Geh doch. Inventar voll. Na toll. Wahrscheinlich nur Pistolen oder Schlagstock oder was das da ist. Wahrscheinlich deren Schlagstock. Oh, noch nein. Eine? Oder warst du das? Ich will doch. Nee, wie macht man das noch? Der schießt auf dich. Oh, da sind. Ui. Ja. Das ist. Schnell! Alter. Jetzt. Die Tür ist aber jetzt zu, ne? Ja, ich hoffe, das war's auch. Ja, wir haben uns sehr dumm angestellt, aber First Try, komm. Ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall alles. Da zwischen Raptor und Flamingo da. Hör auf, die Pistole zu nehmen halt. Ha. Aber da waren wir doch schon drin, oder? Da haben wir doch auch irgendwas gefunden, bin ich der Meinung. Ja, da waren wir schon. Und was haben wir da gefunden? Weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass wir da drin waren. Na, tolle Wurst. Das haben die uns umsonst gesehen. Also finde ich. Okay, Flamingo, Raptor haben wir abgehakt. Mhm. Dann und jetzt? Zwar noch der Schlüssel für den Keller hatten wir. Keller, also runter eigentlich eher, ne? Ja. Aber wo geht's denn noch weiter runter? Nee. Oh, Speichern? Ja. Mit mehr Glück durchs Museum. Noch mehr Glück und mehr Glück Joyce Museum. Funktioniert das nicht? Gut. Ja. Ist auch gut sortiert, ne? So ein Raptor und ein Nashorn. Ja, das, ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal auch schon gesagt, als wir da rausgelaufen sind. Hier ist der. Da ist der Tiri-Tu. Hallo. Ich möchte aber runter. Wo geht's denn hier noch weiter runter? Vielleicht nebenan, also da. Also gerade zu, oder da. Da ist eine rote Tür. Nee, dort. Mhm. Nee, aber sind überall Türen. Schade. Die Musik. Ja, so.
Das klingt, als wären wir in einem Spukschloss. Telefonkram, Treppen, da ist auch ein Fire Exit. Kommen wir da, die Tür hat so einen goldenen Düdel gehabt. Kommen wir daher? Da war doch der Dingsraum, ne? Ja. Ja. Oh, da läuft irgendwo jemand. Nee, doch nicht? Okay. Das ist nach draußen wahrscheinlich. Und vielleicht erstmal hoch und dann. Da die Tür. Oh. Die. Auch nicht. Und die gegenüber. Die hat nämlich so einen hellen Nupsi. Oh. Was ist da? Office. Stimmt, waren wir da nicht auch drin? Hier haben wir angefangen. Ja, okay, gut. Aber vielleicht geht's da ja auch wieder in den Keller. Ja, vielleicht haben wir aus irgendeinem gewissen Grund da beendet. Ja! Schlüssel zum Museumskeller. Ein Glück. Oh, oh, oh. Tachchen. Einmal Raketenbrause, bitte. Danke. Glack, glack, glack. Da ist voll in die Hüfte geschossen. Was soll das denn? Hallo. Schön. Vielleicht sollte man ja mal eine Runde speichern. Und hä, noch hier so ist Ding? Aber keiner drin, ne? Aber hier kann man hacken. Gut. Also, wenn wir stark genug sind. Kameras. 1. Oh boy. Nee, sieht nicht so aus. Aber vielleicht ja. Kameras 2. Die sind leichter. Hyluxen. Nope. Okay. Dammit. Aber vielleicht können wir ja schon was aufleveln. Da liegt irgendwas. Was? Handbuch zum Schutz von Personen. Okay. Oh, was? Entschuldigen Sie? Hallo? Oh, der ist auf seiner Streife gelaufen und hat uns gesehen. Gerd, hier mit. Und Scooby. Ey, geh weg! Ah, sehr gut. Von hinten. Haha. Ich hoffe, das sind jetzt mal alle. Was soll denn das? So viel Wachpersonal. Ja, ne? Dass ein Museum sich sowas leisten kann. Ich hab die Scheibe kaputt gemacht. Ja, hat mehr Schaden verursacht als wir. Echt mal. Was? Warum? Ist jetzt Alarm? Die Kamera ist wahrscheinlich, ne? Hallo? Ich bin nur, Ja, aber nur die Kameras, weil wir haben ja eigentlich alle... Boah. Ja, kommen ja auch keine... Boah. Naja, kein Problem. Kein Problem. Hallo. Go. So ein Streifschuss. In den Kopf. Streifschuss im Kopf. Macht uns gar nichts. Ist das eine Küche? Kann man da rein? Ah, nee, ein Labor. Ja, so kommen wir rein auf jeden Fall. Kann man da. Oh, hier sind so Köpfe und Kram. Was ist da? Kopf. Oh, was ist das? Weiß ich nicht, irgendeine Götzenstatue. Cool, wir sammeln. Ob das was Wichtiges ist oder vielleicht. Nein, ich glaube, das können wir nur verkaufen, oder? Okay, muss man hier durch. Oh, ja, diese stimmt. Steuerung. Ab. Hallo Kamera, nochmal Alarm vielleicht? Nein? Nö. Laufe ich richtig? Weiß ich nicht. Ich glaube. Noch mehr Götzen? Guck mal, die haben auch nur Säbelzahntiger, ne? Ist ja ein bisschen lame. Mehr ist nicht. Oh. Was? Oh, ein Ausweis? Ein Schlüssel zum Schauraum. Wo ist der denn jetzt schon wieder? Ich hätte echt meine Brille tragen sollen, ne? Ich hab Schubraum gelesen. Abgeschlossen. Oh. Aber gibt's hier keinen Pinny-Poo? Oh. Bereich. Das ist etwas gruselig, oder? Was passiert denn da? Aber wir konnten doch gar nichts eingeben.
Gut, ja. Muss ich Zahlen eingeben oder was? Ja, tatsächlich. Das wäre jetzt lustig, hätte das gestimmt. Ja, einfach. Haben wir auf dem Zettel irgendwas gelesen? Nee, ne? Ich habe keinen Zettel gelesen. Folgen wir dem Roten. Oh, die Roten sind böse. Da kommt immer Tatüdata. Ich verlaufe mich hier halt auch gerade total. Da waren wir schon drin. Hat da gerade jemand geklingelt? Das war sich irgendwie wie so ein Buzzer, ne? Hm. Hier wird es immer dunkler und immer verdächtiger. Oh. Guten Tag. 2, 3, 5, 8. 2, 3, 5, 8. 2, 3, 5, 8. 2, 3, 5, 8. 2, 3, 5, 8. Es ist 2, 3, 5, 8. 2, 3, 5, 8. 2, 3, 5, 8. Vielleicht sollten wir auch speichern. 2, 3, 5, 8. Wir wissen nicht, was hinter 2, 3, 5, 8 noch kommt. Nenn es 2, 3, 5, 8. Ja. 2, 3, 5, 8. 2, 3, 5. Man kann sich das besser merken, wenn man singt, oder? Ja, auf jeden Fall. Das hatten wir doch bei Resident Evil auch mit Doppelherz, Karo, irgendwas, Peak. Es ist ja auch viel einfacher. Ich habe mir früher Telefonnummern auch immer so gemerkt. Immer gesungen. So, 2, 3, 5, 8. 2, 3, 5, 8. Was? Wo kommt der denn her? Nein. Oh, hat geklickt. Er hat ihn auf den Weg geklickt. Er hat die Spezialfähigkeit Gestaltwandel benutzt. Sehr gut. Dean weiß, was geht. Jetzt hat er ja gerade zum ersten Mal gesehen, dass ich hier sitze, der Dödel, ey. Du bist hier? Oh. Hast du mich irgendwie... War das noch Slender oder sowas, wo auch solche ekligen Gänge waren? Nee, Slender war... Wow. Welches Slender ist ja mittlerweile schon. Ja. Das ist also ein Gitter. Ich will da aber normal rein. Ich komme jetzt um... Ich bin da reingelaufen. Ist ja im Grunde scheißegal, oder? Tun die ja nichts, oder? Kommen ja nur Menschen. Kein Resident Evil. Opidopi. Film. Okay, falsche Richtung, Peter. Oh, Wand. Ja. Oh, Wand. Der war falsch. Oh, ich hab mein Getränk falsch. Oh. Also läuft ganz gut. Ja, ne? Ich meine, wir töten jeden, aber... Ist ja egal. Huch. Wir haben die Keycard. Aber wir haben noch die Keycard. Aber wir haben noch die Keycard. Aber wir haben... Das passiert, wenn man zu viel Raketen voraus. Aber wir haben noch die Keycard. Wo ist die denn? Haben wir die schon benutzt? Ich hab die aufgehoben, das weiß ich. Ja. Das ist nicht die. Nee. Oh, wie sieht der denn aus? Hä? Haben wir die schon für eine Tür benutzt? Habe ich das nicht mitbekommen? Müssen wir ja, sonst. Eigentlich aber schon. Aber wir haben ne? die aufgehoben. Ja, ja, sonst hätte das nicht oben gestanden. Okay. Oh, hast du die verloren? Oh, vielleicht ist er. Okay. Ist eine andere Kick. Museum Speicher. Ciao. Oh, wow. Es ist leicht dunkel. Haben wir eine Fackel? Ich könnte schießen. Das Mündungsfeuer bringt vielleicht was. Das ist wie mit hier Fotoapparat-Grusel-Action. Ja. Wenn du immer nur den einen Blitz hast, um was zu sehen. Oh. Was auch ein bisschen zu viel benutzt wurde in allen möglichen Horrorfilmen. Oh, kannst du ihn? Oh, hätten wir Speicher. Schneidebrett. Ist das... Was ist das? Oh, Mann, wo kommst du denn her? Hallo. Ach, das war eine Box. Ich dachte, da lagen Bilder drauf. Beckett. Ach, hatten wir den? Ja, den hatten wir schon mal getroffen, ne? Ach, F2. Since it's missing, I'm inclined to believe it was stolen. Or intentionally misplaced, if you like. Clearly, though, it's not here. Ja, was macht... Achso, ja, der wollte auch irgendwas da machen, ne? Wer hat ihn denn? Peter. Interesting choice of words. Weren't you here to take it away? Wouldn't that make you an attempted thief? Naja, soll man sagen. Er guckt so, als wenn...
Every supernatural creature in Los Angeles is suspect, as are most human thieves. I suppose we may want to question magicians as well. I'm an archaeologist, lustiger ist er. So I thought I'd indulge in a quick study of this Ankaran sarcophagus everyone's so riled up about. My guess, from what I've read about it, is that it's a mummified Mesopotamian king. I needed confirmation. Und? Ja. Oh, I really wish I had. All this speculation about the sarcophagus containing an antediluvian and being a portent of Gehenna is making me cringe. These are the kinds of ridiculous, superstitious assumptions I came here to debunk. Gehenna? Hallo? Armageddon, doomsday, the end of all kindred. It's a common facet of most mythologies. Fear that the world will end. Many believe Cain and the antediluvians will return to consume or destroy all kindred. I wholeheartedly disagree. Gibt es noch andere Zeichen? What prophecy doesn't have vague, apocryphal signs? Let's see, the usual ones cited are the appearance of thin bloods, Cain sightings, doom, gloom, that route. Vier ist ziemlich lustig. Ja, oh, komm. Don't let me interrupt your progress. If indeed you've made some. My reason for being here is probably being bid on as we speak. Someone is certainly going to be surprised when they find out they've just paid a kingly sum for a desiccated old corpse. Bla 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 bla. Und jetzt werden wir einfach rausgebimst, oder was? Müssen wir nicht mehr laufen? Ja. Aber vielleicht war noch was in dem Raum, ne? Ja. Aber ja, wir werden einfach raus. Speichern? Fragezeichen? Aber wir konnten uns da jetzt gar nichts angucken. Nee, ne? Nach dem Museum? Außenmuseum? Weg, raus, draußen? Ich finde unsere Speichernamen übrigens sehr schön. Alles explodiert, SZ. Was steht da? Labersack nicht öffnen. Kein Blutbad, Mann, ich würde das lesen. So, und jetzt können wir mal unseren Logbuch checken. Sie haben entdeckt, wo Sarkophag, bla. Er wurde gestohlen, das erzählen Sie besser dem Frau. Der Prinz nervt richtig hart. Ja, ne? Wo findet man den noch? Der war in diesem. War das nicht in dem Gebäude? War das nicht direkt hier? Ist da jetzt der Türwart, Türsteher? Die man immer anlabern muss, damit er. Ja, damit der Fahrstuhl gerufen wird, ja. Ja. Fahrstuhl, bitte. Ja, danke. Starting to doze off there. Well, I need to get a guard animal of some sort to alert me when folks come in. Name one of them chimps like on that show 8 Detective? Oh, that monkey always gets his man. Schnell. Mr. LaCroix is expecting you. For a young guy, he sure likes to work late. Me, I spent most of my youth in the entertainment industry. Yeah, I guarded the sets for over 6 top 10 TV shows. Wow. Wow, wow. Dann macht er wieder den hinteren auf? Ja, macht den immer auf. Und irgendwann macht er den anderen auf und dann wissen wir, dass irgendwas Schlimmes passiert. Oh, er ist nicht da. Er ist nicht da? Er sitzt ja woanders? Müssen wir mit dem Großen reden jetzt? Ach, der steht da. Am Fenster. Wir reden trotzdem erstmal mit ihm hier. Er redet nicht viel. Geht nicht, ne? Ich möchte nicht reden. Okay. The folly of leadership is knowing that no matter what you do, behind your back there's hundreds, certain that their own solution is the sound one. And your decision was the byproduct of a whimsical dart toss. I pronounce the blast sentence, and I soak the critical fallout. I make the decisions. Als wäre das Fenster irgendwie so ein Plasma-Screen oder so, und er deshalb so angeleuchtet wird. Stimmt.
Wo kommt das Licht her? Kann man ihn fragen, wo das Licht herkommt? Schade. The blood hunt on Nines Rodriguez for the murder of Alistair Grout will be called. Rodriguez's execution is only a matter of time. I have lit the fuse. If a war ignites, it's my head they will sharpen the pikes for. Given my humor at the moment, I hope for your sake you've brought back the sarcophagus. So at least that matter is under control. Yeah. Stolen? Mm-hmm. Schön, dass man viermal... Stolen! How? Who would... Oh, Gary. Gary, you treasonous maggot. I should have anticipated your treachery, sewer rat. Macht es ihn etwas aus? The Nosferatu Primogen. The Nosferatu were responsible for finding out where the sarcophagus was taken after the Dane, and for getting keys to the museum. They were the only ones who knew. It's obvious to me now. My mistake. Okay, man kann noch nicht mal mehr Wörter aussprechen. Ja. I want him found. I want him found. The sarcophagus could be exploited, causing who knows what catastrophe to this city. If it were to fall into the wrong hands. The Nosferatu lurk in the filth below the streets of Hollywood. But not even I know just where they hide. Hollywood is, unfortunately, lacking in any Camarilla loyalties. Hollywood's baron is an anarch named Isaac. Isaac's more civil than the anarchs downtown, but nonetheless, he wears his mistrust of me on his sleeve. He may know how to contact the Nosferatu. Find Gary and get him to talk. That sarcophagus could be used against us. Do not come back until you have it. Now, I must announce the blood hunt and bear the brunt. Kann das bitte auch nach draußen teleportieren? Escort her out. Okay. Na, immerhin nicht vor die Tür, aber ja. Okay. Wann ist denn das soweit, dass man mal endlich was gegen den machen kann, weil ich habe echt keine Lust mehr auf diesen Prinzen. Der Prinz will den Sarkophag sofort. Finden Sie Gary. Okay, einfach nur finden Baron Sie Gary. Baron von Hollywood. Juwelierladen, waren wir da nicht schon mal? Ich glaube, das, was du meinst, ist der Pawnshop gewesen. Hm. Der Dingsybums. Falsche Karten, die Karten da. Nee, ich sehe keinen. Nee. Hollowbrook. Okay, einmal mit Taxi irgendwann das hindern. War Hollowbrook nicht eine Bar? Ja, ich hab's jetzt Hollywood gelesen. Ja, ja, fahren Sie los. Hollywood wollen wir, ne? Sehr gut. Ain't seen you here before. If I haven't seen you, neither was Isaac. So that's your next stop. Oh, ist ja nett, dass der uns sofort sagt, wo wir ihn finden. Hallo. Warst du nicht lange, dann lasse ich ihn hier kommen. Sitzen. Ihn ist Isaac's da. In the jewelry store at the end of the street. Ja. Consider yourself invited. Cool. Mal Platz. Super. Platz. So, gehen wir da hin. Unterwäsche einkaufen, offensichtlich. Und das sauer, aber die sieht Laden so asiatisch nicht aus. Aber guck mal, es ist ein Lingerie-Laden. Oh, dort. Warum hat er nicht offen? Juwelier? Wo ist das Schild? Wo ist der... Da. Hä? Ja, okay, wie soll der heißen, der Juwelier? Ja, stimmt, hat er, oder hat er uns gerade gesagt, dass es ja wohl ganz woanders ist? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe auch nicht so ganz zugehört. Dean hat mich abgelenkt. Steht der Typ da noch? Nee. Mal gucken, was wir so einkaufen. Oder wir haben doch garantiert noch Zeug zum Verkaufen.
to you at the dead of night. Nobody to fall asleep next to? Go ahead and pull the radio into bed. That's what I'm here for. And hey, why don't you call me sometime? Area code 323-KO5-KTRK. Looks like somebody's been waiting in the queue quite a while to speak to you. Ach, das war gar nicht so. Ah, okay, so, okay, es war tatsächlich das Radio. Okay, gut. Oh, zum Glück ist das überhaupt nicht verwirrend. Ja. You have nightmares about them. Help me out here. No. Don't you know? When you fall asleep, they can crawl in your mouth through your ears. Werbung müssen wir gleich machen. Ja. Das ist okay. Dann gehe ich jetzt mir die Tür an den Kopf hauen. Erstmal hier noch. Kann man sich was zu trinken mitnehmen? Oh. Randale. Oh, du hast es da reingezaubert. So, ich gehe jetzt dieses Bier kaufen, was anscheinend nicht funktioniert. Du konntest leider. Und dann gehen wir in die Werbung. Das ist sehr gut.